Zunächst einmal gab es nur Blumen vom USC Münster für Andrea Berg, die heute das Ende ihrer aktiven Zeit bekannt gab. Doch eine feierliche Verabschiedung wird noch kommen. Kein Wunder, bei 11 Jahren, in denen die 32-jährige Mittelblockerin im wahrsten Sinne die Knochen für den USC hingehalten hat. Und auch Andrea Berg selbst war bei der Verkündung ihres Karriereendes sichtlich gerührt. Ja, danke erstmal für die tollen Worte. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel da hinzuzufügen. Irgendwann wusste ich, diese Entscheidung wird irgendwann kommen. Ja, es ist, wie gesagt, wie schon gesagt, es ist eine sehr schwere Entscheidung für mich gewesen und auch sehr emotional. Aber letztendlich war es jetzt an der Zeit, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Erstmal zumindest leistungssportmäßig. Es ist halt gerade einfach ein komisches Gefühl für mich, wenn man das 11 Jahre betrieben hat beziehungsweise eigentlich schon 17 Jahre Bundesliga. Ist das schon ein komischer Einschnitt, wenn das so 90% des Lebens ausmacht. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, als Sie die Entscheidung von Andrea mitgeteilt bekommen haben? Sehr schwer. Andrea ist eine Führungsspielerin für uns, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Sie ist in der Lage, eine Mannschaft permanent anzuschieben. Aber ihre Entscheidung haben wir zu respektieren. Da gibt es eigentlich kein Vertun. Nach einer schweren Kreuzbandverletzung 2008 konnte die Leistungsträgerin ihre Topform nicht mehr im gewohnten Maße abrufen, war jedoch weiter absolute Führungsspielerin bei den Unabhängigen. Nach einer eher verkorksten letzten Saison des Teams kann Andrea Berg insgesamt auf eine tolle Karriere in Münster zurückblicken. Ja, ich bin hier hingekommen 2002, vor 11 Jahren, wo ich freudestrahlend in meinem Dorf rumgelaufen bin, der USC will mit mir sprechen. Ich glaube, das war für mich ein Traum und dieser Traum hat sich erfüllt. Ich war eigentlich von Anfang an in der Stammbesetzung, habe am Anfang Vizepokal und Vizemeisterschaft geholt, dann 2 Jahre lang das Double geholt. 2006 kam das grandiose Pokalfinale in Halle. Ich habe so viel erleben dürfen, dann kamen auch Zeiten, wo es nicht so gut lief, aber ich habe dem Verein meine Treue zugesagt. Der Verein hat mir immer das Vertrauen gegeben. Nach 11 Jahren ist Volleyball beim USC ohne Andrea Berg kaum vorstellbar. Die 32-Jährige wird dem USC weiterhin erhalten bleiben. Auf welcher Position ist noch unklar. Doch fest steht, ein Leben ohne den USC ist auch für sie schwer vorstellbar. Es ist eine Familie, es ist Vertrauen, es ist Freundschaft, Verbundenheit, Respekt. Ja, so dass die Worte fallen mir jetzt gerade dafür ein, um 11 Jahre zu beschreiben.